Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video aus Hamburg bei Tim Melzer. Das war das schlechteste Intro, was ich jemals aufgenommen habe. Aber egal, das muss so bleiben. Tim Melzer hat einen neuen Smashburger am Start, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Ist jetzt schon ein bisschen länger draußen. Ich schaffe es jetzt direkt, den einfach mal für euch zu testen und zu sagen, ob der was taugt oder nicht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der geil ist. Sage ich euch so, wie es ist. Da gibt es nicht umsonst Läden, die machen nur die Dinger. Aber wenn der gute Tim selbst sogar das kann, dann gehe ich auf die Knie. Ein paar Bilder vom Laden und dann geht das rucki zucki, geht das los hier. Okay. Moin. How are you? Pretty good, you? Fine, I'm fine. Die Guy hat los, bitte hier warten. Der macht gute Aufnahmen, der Mann. Wir waren ein Profi, war. Ja, der hat das gelernt, der Typ. Aber er hat das auf der Straße gelernt, muss man dazu sagen. Ja, also Smashburger wird es auf jeden Fall. Hier wisst es. Vielleicht werden wir noch eine Kleinigkeit dazu bestellen. Ich möchte aber nicht zu viel versprechen. Wir müssen jetzt erstmal gucken hier. Machen uns das gemütlich. Die Küche letztes Mal ist eine meiner Lieblingsküchenteams gewesen, weil hier echt richtig geile Stimmung war. Man hört schon wieder, hier ist jetzt Mucke am Start. Also so hätte ich beinahe Bock, hier anzuheuern in der Küche und ein bisschen mit rumzuwirbeln. Aber ich glaube, die haben schnell keinen Bock mehr auf mich. Oh, moin moin, hallöchen. Grüß dich, mein Lieber. Wir werfen nur einen kleinen Blick hier einmal rein. Moin moin. Ja, wir wollen heute euren Smashburger testen. Na, natürlich. Nur, dass uns nackt keiner sehen will. Ich wollte dich eh mal engagieren. Du bist doch cool an der Kamera, oder? Soll ich von dir einen Privatstreifen machen? Oder wie meinst du? Ah, da kommen unsere Karten. Geil. Dann gucke ich hier direkt mal drauf. Ist alles zu haben jetzt, was alles ich gleich sehe, ne? Alles, was das Herz begehrt. Okay, cool. Ja, mega. Dann gucke ich da mal rein. Danke. Also noch für die, die jetzt lange drauf warten, auch dass ich mal den Burger hier teste, den ich so mega beim zweiten Mal abgefeiert habe. Den haben die nicht mehr auf der Karte. Das war heute mein Plan, dass ich den auch teste, aber es geht nicht. Ja, deshalb werden wir hier was anderes testen. Den Smash habe ich gefunden, auch 17,90. Zwei Smash Beef Patties, 180 Gramm. Zwei Cheddar Cheese Slices, Bullerei, Burgersoße, Rührmasalat, Tomate, rote Zwiebeln, eingelegte Gurke, Brioche-Bann, Fritten gibt es dazu. Dann gehen wir mal ganz geschmeidig jetzt ran, kurze kleine Vorspeise und dann holen wir uns direkt den Smashburger aus. Alles klar. Ja, cool, danke dir. Moin Jungs, grüß euch. Ah, hier ist eine ganz andere Küche noch, die habe ich gar nicht gesehen. Ist das aufgeteilt, einfach der Logistik halber oder wieso ist hier die eine Küche da die andere? Euch beide kenne ich gar nicht. Seid ihr neu hier? Ich bin hier seit ein Jahr. Mhm. Schau ich mal, ob ihr das auch drauf habt. Ne? Von euch habe ich ja noch gar nichts getestet hier. Das sieht aber auch gut aus hier. Ist das Hansier? Sie bitte? Hansier ist das? Schwein, ist das Schwein? Ja, das ist ja. Schweinebau. Ja. Bist du Holländer? Nee, ich komme aus den USA. Aus den USA? Krass, ja. Wo da? Virginia. Virginia? Ja. Oh, feierlich. Hast du Kochen da gelernt? Ja. Besser als Tim Melzer, würdest du sagen? Ich glaube nicht. Er hat mir eben gesagt, ja. Das ist das Brot vom Jochen. Oh, perfekt. Das ist geil, Leute. Weißt du, was Jochen jetzt machen würde, wenn er selber hier wäre? Der würde das hier machen. Das fühlt sich gut an, Mann. Ey, grüß dich, mein Lieber. Alles klar bei dir? Ja, doch, doch. Ja, läuft, Mann. Du siehst frisch aus irgendwie. Danke. Und du wurdest hier rekrutiert, hier jetzt die Schokosachen zu machen, die Süßspeisen? Den Süßkram ein bisschen, ja, genau. Ah, ist das auch deine Spezialität, oder? Spezialität nicht, aber wir machen nicht Süßkram. Ja, das stimmt, das stimmt. Geil. Ja, ich darf heute nicht. Ich bin zuckerabstinent gerade. So, oh, ich hab mal gesagt, ich nasche jetzt nicht mehr, aber ein paar Ausnahmen habe ich schon gemacht jetzt wieder. Du bist aber mit Sammy bist du auch immer voll sportlich, ne? Ja, ich mache immer Sport. Ihr wisst ja, Leute, ich esse viel, aber trainiere auch viel. Und dann geht das so einigermaßen hält als die Waage. Willst du meinen Körper sehen? Soll ich meinen Oberkörper frei machen? Soll ich? In der Küche, das ist unhygienisch. So, Ahmed, komm mit. Er ist Amerikaner. Hey, moin. Sag mit. Moin. Du machst uns dann auch einen Burger, ne? Ja. Machst du uns den auch? Ja. Einen schönen Smashy. Was würdest du sagen, 1 bis 10 Smashburger? Was bringst du auf die Palette auf der Straße? Wie viel PS? Ganz ehrlich, müsste ich sagen, ich habe noch nicht vorher einen Smashburger gemacht. Nein, ehrlich? Viele Burger, ja? aber nicht kein Smash. Smashburger. So, es freut mich, seine Smashburger sind. Hast du ein bisschen Tutorial geguckt, ein paar Videos vorher? Ja, habe ich schon. Ja? Natürlich, ja. Okay. Zur Not hilft Ahmed, die Ahmed ist Experte. Du kommst, guckst an, wie er das macht, machst Fehleranalyse. Ja, können wir mal. Ja. Ich mach's auch besser nach. Ja, ist gar kein Problem. Gar kein Problem. Ich hab das
eben mit Ahmed angesprochen. Für die, die es nicht wissen, Ahmed ist Burger-Experte, halt auch in der Zubereitung. Macht selber sehr geile Burger. Kommt jetzt auch die Tage. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, ob zeitgleich oder sonst was. Macht ihr mir auf seinem Kanal nochmal einen neuen besten Burger. Wer weiß, wenn das jetzt schon draußen ist, verlinke ich. Dann ist es am Ende des Videos verlinkt. Der Aimaoken Nomiyaki ist ein japanischer Pfannkuchen. Obendrauf sind Bonito-Flocken, die bewegen sich ein bisschen. Aufgrund der Wärme, damit reagieren die. Dann haben wir da noch ein bisschen Bacon dabei. Sojasprossen findet ihr dazu. Hier haben wir die Ramen. Dazu haben wir Yuzu, das ist eine wilde Zitrone. Hier nebenan finden wir noch Hühnchen frittiert. Geil. Ja, dann werden wir mal ansnacken. Danke dir. Ja, guten Appetit. Mega, danke schön. Also eigentlich war es, wie gesagt, ein Missverständnis. Wir werden das jetzt wirklich kurz halten, geschmeidig. Dann gibt es einen Smashburger. Ich wollte eigentlich nur kurz antasten, so ein bisschen. Guck, die bewegen sich noch hier. Guck dich mal an. Also mega geiles Gericht. Pfannkuchen, mega. Hast eine schön herzhafte Soße drauf. Darunter kommt dann wieder knackiges Gemüse. Dann wiederum leicht asiatisch angehaucht. Irgendwie ganz leicht was von der Teriyaki-Soße. Ich weiß nicht, was er da gesagt hat. Ganz rundes Essen. Da haben wir hier noch Bacon drin, beziehungsweise Schweinebauch, Röstzwiebeln, knackiges Gemüse dazu. Mega, Leute, wirklich. Ich will nur mal das Chicken testen zumindest. Wir können jetzt hier nicht alles komplett durchnehmen. Das ist, wie gesagt, einfach ein Fehler gewesen. Aber ich muss für mich ja immer sagen, so das Ei, ich finde es nicht so appetitlich, es gehört so, aber mich spricht es einfach nicht ganz so an immer. Schmeckt aber krass. Schmeckt richtig krass. Muss man gegessen haben, kannst du gar nicht beschreiben, richtig. Ich nenne halt viel Eigengeschmack vom Ei dadurch, aber zugleich ist es halt viel sanfter durch dieses Einlegen. Also fasziniert mich. Ich kann wirklich hier bei der Ramen, Leute, einmal nur antesten. Da werde ich sowieso noch mal ein extra Video machen, wo ich das erstmal richtig Ramen esse. Das werde ich mir jetzt nicht vorwegnehmen. Haben die frittiert, die Nudeln übrigens. Also Leute, ihr habt es lange nicht mehr von mir gehört. Also bitte, haltet euer die das jetzt reinschreiben. Aber das ist leider zu salzig. Kann man ja anders sagen. Aber an sich geil, geile Panade. Finde ich mega geil mit diesen Lauchzwiebeln. Aber zu salzig. Also wirklich kompromisslos. Da brauche ich mich auch nicht für schämen. Das sieht aber auch geile Färbung von den. Mega saftig. So, ne? Aber geil, auch mit dem Sesam drauf. Alles wunderbar. Wir werden jetzt sowieso erstmal den Smashburger essen. Das ist unsere Mission. Hier werden wir gleich danach das hier einfach weiter snacken gehen, beziehungsweise ich, weil Ahmed kann es ja nicht essen. Aber erstmal den Smashburger, das wird gleich auch noch kalt schmecken. Könnt ihr uns einen Smashburger zwischenschieben? Zwischenschieben? Ja, reinschieben. Reinschieben. Das verstehe ich. Zwischenschieben, der arme Junge. Das macht heute fast auf den Burger, Leute. Mm. Geile Farbe, das Fleisch schon mal. Weißt du, was das für eine Zusammenstellung ist vom Fleisch? Kannst du das sagen? Also was für Anteile ist das? Brust, ist das Hochrippe? Das weiß ich nicht. Nee, ne? Aber er weiß, was er tut. Da sind die guten Dinger. Oh, hauer, hauer, hauer. Mega, Pommes noch dazu. Danke, Jungs, Mann, ihr seid die Besten. Lee, besser Mann. Der Amerikaner hieß Lee, Ahmed. Vom anderen hätte ich es mehr erwartet. So, pass auf, Mann. Sehr weich. Also ich hoffe sehr, dass das die Buns sind vom letzten Mal, die mich sehr geflasht haben. Ist ja wirklich auch verrückt gewesen. Zweimal da gewesen. Einmal wirklich nicht besonders berauschend. Einmal Weltklasse. Der andere Burger. Das ist jetzt der Smash.
eins behalten Sie bei, beziehungsweise zwei Sachen. Ganz wichtig bei dem Burger. Charakteristisch, sag ich mal, einzigartig. Das ist wirklich von dieser Butterigkeit, das haben sie beibehalten, das kriegen sie hin. Das kriegt lange nicht jeder hin. Ich liebe es. Mag man sicherlich auch welche da draußen geben, die ist es egal oder die feiern es nicht so. Und du hast wirklich gleich, was sie auch von mir hört, dieses Ansetzen, warm, beißt leicht rein. Butter kommt ganz geschmeidig rein, mega. Was sie auch wieder haben, ist Fokus auf Quali. Nicht sehr viel würzen, Fleisch soll geschmeckt werden. Nicht diese Salzbombe, nicht diese Gewürzbombe oder so, sondern schmeckt nicht rein, isst das Fleisch, genießt das Essen. Aber wir machen da jetzt kein Feuerwerk draus, in dem Sinne aus Sachen, die eigentlich nicht unbedingt sein müssen. Mhm. Augenmerk auf Fleisch gelegt. Schöne Burgersoße, auch Burger, wie man es kennt. Ganz süße Gurken. Da geht es wirklich auch dann einfach in die Richtung, was man geil findet oder nicht. Ich finde es passend. Super krosses Bun, knackige Zwiebel. In einigen Stellen kommt jetzt wiederum auch das Außenrum wieder stärker rein. Eben nicht das Fleisch, sondern eben die Soßen, Gurken und so. Und ein bisschen Fokus. Scheint sich also nicht über den ganzen Burger hinauszuziehen, dass irgendwie so Fleisch das Präsenteste ist. Ein bisschen eine Barbecue-Soße, die Soße wieder drauf machen. Kleinen Knorpel im Fleisch gehabt, nicht perfekt. Schön mit grobem Salz gearbeitet, langsam rüber. Merkst du. Minimal auch das Feeling, wisst ihr, wenn ihr einen Toast zu Hause macht. Ein Toast, den richtig kross macht und nur die Butter drauf macht und dann so ein bisschen Snack. Und das kam eben wieder richtig geil reingeschossen, hat mir super gefallen, super. Ich sag's euch so, wie es ist zur Bewertung. Ich weiß nicht, ob es beim Smashburger der richtige Weg ist, diese Taktik zu fahren. Wie jetzt, sag ich mal, beim Gasstufenburger, dass man sagt, wenig Salz, komm, schmeck dich in das Fleisch rein, schmeck dich in die Zutaten rein. Wir machen da jetzt eben halt kein Feuerwerk. Weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Lebt ja von Röstung, okay, ist geil, diese Röstung drin zu haben. Aber dieses Typische, wie man es vom Gasstufenburger kennt, wo man auf einmal merkt, oh, das Fleisch, Eigengeschmack. Ich möchte das, ich möchte dieses Fleischige. Das kommt hier nicht ganz rüber. Man könnte es leicht verwechseln mit, es schmeckt fade. Ich wusste es gut zu erkennen. Wiederum hat dieses Butteraroma mich komplett abgeholt. Die Soße war geil. Fleisch war generell auch top. Also es war wirklich gutes Fleisch. Schön geröstet. Geile Komponenten von Gemüse bis süße Gurken. Es war nichtsdestotrotz trotzdem für mich eine 8,2. Wiederum durch den Knorpel gibt es 0,2 Abzug. Das geht nicht anders. Mag ein Gast nicht gerne, das mag ich nicht gerne. In so einem Burger 8 Punkte. Das mit dem Fleisch können wir einfach ausmerzen. Macht das gleichbleibende Ergebnis durchgehend. Aber beim Smashburger würde ich nicht diese Taktik fahren. Kuss an alle. Ich liebe euch. Lasst mir gerne einen Daumen oben knallen, wenn euch das Video gefallen hat. Kommentar, Ideen, Anmerkungen zum Video. Dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video. Wie oft habe ich jetzt Video gesagt?